Ein Lai für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Am vergangenen Montag fand ich vor meinem Büro in Bautzen einen großen Blutfleck. Dahinter steckte eine geschmacklose Aktion, die sich nicht nur gegen mich, sondern auch gegen die Büros von CDU, SPD und Grünen richtete. Auf Twitter bekannte sich die sogenannte Identitäre Bewegung dazu, eine Bewegung, die der AfD-Bundestagsabgeordnete Peter Büstron für eine, Zitat, tolle Organisation und eine Vorfeldorganisation der AfD hält. Das sind ihre Freunde. Der Vorfall am Montag war der 28. Angriff auf meine Büros im Landkreis Bautzen. In der Vergangenheit ging es um Schmierereien mit der Aufschrift Judenbüro, um Hakenkreuze, um zerschlagene Fensterscheiben, um Farbanschläge, Hausfriedensbruch, aber auch persönliche Bedrohung meiner Gäste, meiner Mitarbeiter und von mir persönlich. Nur in einem einzigen Fall kam es zu einer Festnahme. Das, meine Damen und Herren, ist erschreckend. Und auch die Politikerinnen und Politiker anderer Parteien werden von militanten Rechten bedroht. Es ist bereits erwähnt worden, die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker von der CDU, aber auch von Christoph Bergner von der CDU, Bundestagsabgeordneter Dr. Karamba Diaby von der SPD oder zum Beispiel auch der Kollege Sebastian Striegel von den Sächsischen Grünen waren betroffen von rechter Gewalt. Es gibt unzählige Beispiele. Aus einer kleinen Anfrage unserer Fraktion geht hervor, bis September diesen Jahres 111 Angriffe auf Bundestagsabgeordnete und ihre Büros. Die Verhältnisse sind sehr klar. 93 wurden davon von Rechtsextremen begangen, 18 von Linksextremen. Jeder dieser Angriffe ist ein Angriff zu viel. Die Angriffe auf Politikerinnen und Politiker stehen allerdings in keinem Verhältnis von den Angriffen, zum Teil schlimmen und lebensgefährlichen Angriffen, den anderen Menschen ausgesetzt sind. Ich spreche hier von Geflüchteten, Migrantinnen und Migranten, Alternativen, Jugendlichen und Obdachlosen. Diese rassistische Gewalt ist das größte Gewaltproblem, das unsere Demokratie bedroht. Es gab allein im letzten Jahr fast 1.000 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte, 2.500 weitere Angriffe auf Geflüchtete, und an dieser Stelle vermisse ich die Empörung der AfD. Ja, und auch Ihre Bundestagsfraktion ist ja nicht gerade zimperlich. Es ist erwähnt worden, der Bundestagsabgeordnete Stefan Brandner postete dieses Foto von einer Machete und bedrohte das Zentrum für politische Schönheit. Im Juli gab es schon ein Foto von einer Steinschleuder mit dem Hashtag Neuerwerb. Das, meine Damen und Herren, ist völlig inakzeptabel. 19 Mitglieder der AfD-Bundestagsfraktion und 33 Landtagsabgeordnete ihrer Partei waren Mitglied einer Facebook-Gruppe mit dem Namen Die Patrioten. Dort wurde ein Foto gepostet, das Anne Frank, ein Mädchen, das von Nazis ermordet wurde, auf einem Pizzakarton zeigte, mit einem Schriftzug, der so ekelhaft ist, dass ich an dieser Stelle nicht zitieren kann. Das ist sowas von geschmacklos, das ist sowas von menschenverachtend, meine Damen und Herren. Schämen Sie sich! Und wer darüber nicht reden will, wer sich davon nicht distanzieren will, der soll aufhören, sich hier als Opfer zu inszenieren. Das ist einfach scheinheilig. Und das ist übrigens auch der Grund, warum Menschen vor ihrem Parteitag demonstrieren. Und dafür gibt es auch gute Gründe. Gewalt, meine Damen und Herren, insbesondere gegen Personen, die lehnen wir als Linke unmissverständlich ab. Gewalt ist kein Mittel der Politik und schon gar nicht von linker Politik. Dass Sie aber jetzt so tun, dass diese Demonstration eine linksextremistische Veranstaltung war, das geht nicht. Mit dabei waren Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen, der Muslime, der Gewerkschaften, Überlebende des Holocaust. Und Sie haben alle Grund, sich Sorgen zu machen und gegen Ihren Parteitag zu demonstrieren. Und warum? Weil die AfD und ihr Umfeld diese Gesellschaft spaltet und weil sie Hass schüren.
Sie machen Geflüchtete zu Sündenböcken für eine gescheiterte Sozialpolitik. Sie stellen Migrantinnen und Migranten als Kriminelle dar. Sie tun so, als wäre es in Großpostwitz kein größeres Problem als die Burka geben oder als würde in Kleinwelka die Einführung der Scharia kurz bevorstehen. Hören Sie endlich auf damit, hören Sie auf, Hass zu schüren und lassen Sie es sein mit Ihren scheinheiligen Anträgen. Vielen Dank. Vielen Dank, Karin Ley. Noch einmal, weil wieder eine Frage kam, in der Aktuellen Stunde gibt es keine Zwischenfragen. Das legt die Geschäftsordnung fest. Nächster Redner, Sven Christ.